Einen schönen guten Tag, wir zocken heute mal eine Runde Battlefield 3. So, und das ist eine DLC-Map und ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber seht ihr gleich. Ich wollte auf jeden Fall als Pionier zocken und ich muss gerade mal schauen, was ich hier mitnehme. AKS-74U. Ach, hier gibt es auch eine PP-2000, aber die habe ich noch gar nicht wirklich gelevelt. Die müssen wir unbedingt nochmal ausprobieren. So, aber ich starte hier mal mit der AKS-74U und G17. Ja, komm, warum nicht? Und was haben wir noch dabei? RPG und Minen. Ja, das passt soweit. Das ist soweit in Ordnung. Das gefällt mir. Das machen wir. Und wir gehen mal rein hier. Oh, jetzt bin ich einfach mal so random gespawnt. Ach, hier gibt es ja sowas AC-130 mäßig, wa? Scheiße. So. Ich bin mir nicht sicher, aber wisst ihr was? Das könnte hier... Das heißt, glaube ich, irgendwie Kiandra Eisenbahn oder so. Und das ist, glaube ich, eine Map aus dem DLC, wo auch Visual Games verantwortlich war. Ich glaube schon. Ich glaube, das war das Endgame-DLC. Und ja, Visual hat hier das, ja, hat diese Maps praktisch hier gemacht. Oh Mann, ich kann echt nichts hier, wa? Guck mal. Hier. Fahren wir mal hinterher, den Typen. Den fahren wir mal hinterher, geil. Oh, ich kann hier nicht lenken. Der ist jetzt hier oben. Die steuern sich ein bisschen anders, ne, als in Battlefield 4, oder? Was ist das? Ne, der ist runtergesprungen. Der muss da irgendwo sein, oder? Ich hab einen Blick auf die Minimap. Oder meine Teamkollegen ausgeschaltet. Irgendeiner feuert da noch, oder? Ja, zumindest bin ich jetzt nicht allein. Ich laufe mal mit dem Kollegen. Okay, da kommt ein Chopper. Mist. Ah, jetzt feuer doch nicht. Dann killt er uns beide. Mann, das bringt doch nichts. Oh, Mann. Sind echt gefährlich, diese Chopper hier in diesem Spiel. Muss echt aufpassen. Komm, verpfeif dich. Okay, jetzt kann man wieder laufen. So, ich muss mal gerade kurz checken, aber wir haben ja alles soweit eingenommen, ne? Auf was feuert der da eigentlich, mein Kollege? Könnt ihr mir das erklären, auf was der gerade feuert? Doch wohl nicht auf den Chopper. Oh, das machen wir aber jetzt mal. Oh oh. Aber so viel fehlte da gar nicht. Haben wir getroffen? Nö. Gar nicht gut. Haben wir den jetzt getroffen? Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil... Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als in Battlefield 4. Ja, ich habe jetzt... Ich habe jetzt, glaube ich, sogar ein oder zwei RPGs weniger, ne? Ja... Gar nicht gut jetzt. Gar nicht gut jetzt. Ist das LAV abgehauen? Ach, das war unser LAV. Hier, ich habe den Kill nicht gemacht. Ich will unter da drunter. Unter den Schienen. Oh Mann, weg. Verpfeifen uns hier. So, die pflanzen wir hier mal schön hin. Aber ich finde die Map halt ziemlich gut. Also ich muss halt auch sagen, ich habe hier, glaube ich, noch kein so ein volles Gameplay drauf gezockt. Oh, oh, hier, schaut mal. Oh, die Sonne, wie die blendet. Man kann nur hoffen, dass er mich jetzt nicht gesehen hat. Okay, wir haben zumindest mal einen Kill gemacht hier. Zur Abwechslung mal. So, jetzt bin ich am überlegen, ob ich zu D rennen soll, wenn da hinten ein Fahrzeug steht und hinter mir kommt ein Chopper angeflogen. Aber echt eine schöne Map, oder? Wollen wir gucken, ob wir da mal ein bisschen rumkommen. So, und wir müssen uns hier echt ein bisschen rampirschen. Ja,
weil das Fahrzeug vermutlich die Flagge bewacht. Ja, der steht da, oder? Jetzt ist er abgehauen. Immerhin haben wir ihn getaggt. So, das Fahrzeug ist weg, oder nicht? Man sieht die manchmal so schlecht. Ne, der steht da noch. Das Fahrzeug steht da genau bei der Flagge. Sorry Jungs, aber es ist jetzt Selbstmord und da läuft ein Soldat. Ne, da ist kein Fahrzeug mehr. Das Fahrzeug ist weg. Alles klar. Dann schnappen wir uns die Flagge. Perfekt. Ich bin auch nicht allein. Motorrad ist am Start. Alles sieht gut aus. So, jetzt überlege ich gerade. Hier nehme ich zum Beispiel nicht ein. Und das ist zu offensichtlich. Also hier wird vermutlich jeder stehen hier drin. Okay, jetzt können wir uns aber schon verpfeifen. Alles klar, weiter. So, wo wollt ihr hin, Jungs? Kommt mit. Kommt einer mit. Okay, wir müssen jetzt eigentlich zu E, aber da waren wir gerade mal. Deswegen fahren wir hier mal lang. Scheißdreck. So schnell geht's. Da hat ein Chopper im Visier, kann's nichts machen. Ja. Da konnte ich leider nichts machen. So, hier war ich, glaube ich. Nee, oder? Ich glaube schon, hier war ich, glaube ich, gerade bei der Tankstelle. Was haben wir da? Dann spawnen wir mal. Hier bei dem Wasserturm. Oder hier war ich auch, ne? Oder? Ich glaube nicht. Ja, passt doch ganz gut. Wir platzieren hier mal ein paar Minen. Der kann, glaube ich, ziemlich nervig werden, dieser AC-130. Der kann manchmal echt voll nerven. So, hier fliegt das Teil schon wieder rum. Vielleicht ist das Ding auch jetzt nicht besetzt, also es kann sein. Oh oh. Ich sollte mir mal Deckung suchen, oder? Ich habe echt keinen Plan, wo ich jetzt hinlaufen soll. Komm, rennen wir mal zur A. Ist halt immer blöd, wenn man alleine unterwegs ist. Ah, der das hier, der bewacht die Flagge scheinbar. Wollen wir mal nicht gerade auf uns aufmerksam machen. Oh wehe, der hat mich gesehen. Wieso kann er nicht einfach weiterfliegen, ne? Was macht er denn? Langsam wird es mir echt zu bunt. Wieso treffe ich den nicht? Wieso treffe ich den nicht mit den RPGs? Ich kann nicht höher gerade. Hier, wieder vorbei. Jetzt dreht er um. Na toll. Oh oh, Mist. Ist mir jetzt egal. So, ich muss mal schauen, habe ich eigentlich noch eine RPG? Ja, zwei Stück habe ich noch. Ich glaube, weil ich gerade über so ein... Oder hat... Ja, der Typ, der hat mir Munition geworfen. Cool. Sauber. Na super, das hier so offen. Ja, toll. So, hier nehme ich noch einen. Ja, hier nicht mehr. Hier nehme ich noch einen, ja. Perfekt. So, dann nehmen wir mal ein. Also, wir liegen knapp in Führung. Ich bin hier während des Spiels reingejoint. Ja, das lief halt schon so ein bisschen. Aber da die Runde doch sehr relativ ausgeglichen ist, ja, dauert es vermutlich noch ein bisschen, hoffentlich. So. Das Einzige, was wir haben gerade sehr wenig Feindkontakt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das vielleicht nochmal ändern können. Aber so generell, so vom Setting, muss ich sagen, gefällt mir die Map echt gut.
Okay, da hinten ist das LAV. Vielleicht sollten wir da mal uns um das LAV mal kümmern. Ach, nee. Ach, Mann. Das ist natürlich immer blöd, wenn man da mit so einem Moped durchfährt. Hat er mich doch gehört oder gesehen? Ich dachte jetzt nur, ich hätte... Die feuern aus allen Rohren. Ich hatte jetzt nur gedacht, ich hätte da schon Deckung so ein bisschen, aber naja, scheinbar nicht. Scheinbar war dem nicht so. So, kommt. Ich spawn hier mal beim Kollegen. Ich brauche mal ein bisschen Action hier. Komm. Wieder nur Killhilfe. Ein paar Leute abknallen. Ja. So, meine Minen machen auch noch nicht richtig Kills hier. Ein Sniper ist hier in der Nähe. Das gefällt mir gar nicht. So, immer noch ein paar Punkte mitgenommen. Und ich laufe mal mit dem Kollegen hier. Das ist ein Teammate. Ja, komm. Kommt, Jungs. Oh, schaut euch das mal an. Man weiß ja gar nicht, auf wen man zuerst feuern soll. Weg. Oh, das hat sich gelohnt. Perfekt. Das waren... Ach, das war das LAV von vorhin. Oh, oh. Wo ist er jetzt? Da oben war auch noch einer. Da oben war auch noch einer. Schau mal, wie viele Leute da sind. Oh, oh, da ist richtig was los hier gerade. Gefällt mir gut. Jawohl, ich kann ja doch noch treffen. Oh, da war der nämlich doch noch. Ach man, ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, ne, es kann ja nicht sein hier. Der hat sich nicht in Luft aufgelöst. Der hat sich doch irgendwo im Gras verkrochen. Oh man. Aber auf jeden Fall fängt es jetzt an. Jetzt wird es auf jeden Fall, hat man ein bisschen mehr Action hier. So. Ja. Ist teilweise echt immer erstaunlich, ne? Einmal sind sie dann doch noch da. Okay, das ist ein Teamkollege, oder? Ja. Kann man manchmal echt ein bisschen schwer erkennen. Und da hinten ist auf jeden Fall was los. Schaut mal. So. Oh, seht ihr das? Ich glaube, ich habe drei Leute gekillt. Krass. Drei Leute mit der Mine. Oh Mann, das hat sich gelohnt. Oh, schaut mal hier. Sniper gibt's auch. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich one-hitten, ja? Aber das Wichtigste ist, aber ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Es gibt noch ein paar mehr Sniper. Da müssen wir uns mal verpfeifen. Wir können uns vielleicht ja mal ranpirschen. Oh, es macht doch schon Bock, also. Finde ich echt schön. Ganz interessantes Gameplay. Bleib stehen. Oh, jetzt fährt er weiter. Jetzt fährt er weiter. Oh, weg. Ach man, sind die stark. Das ist halt so das Problem. Also, wenn man dann jetzt auch nicht so häufig Battlefield 3 spielt oder dann so auch Eroberung, man weiß nicht genau, was die so am Start haben. Also, da war ich jetzt echt volle Pulle überrascht. Alter, war das stark, oder? Mann. Krasser Scheiß, ey. So, einfach passe ich den noch, mein Freund. Oder? Schon ausgeschaltet. Ah, da ist noch einer, oder? Ne, da hinten ist ein Sniper. Na, wir haben ihn. Und noch ein Sniper. Kommen die alle her hier? Müssen ja alle rumschnibbern hier. Alter. Ich muss weg. Ich muss schnell weg.
Das macht mich verrückt, diese Schnipserei. Da werde ich wahnsinnig. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo sie sind, wisst ihr? Das ist echt ein Problem. Das kann ich hier zumindest auf der Minimap. So. Na, das war nicht, passte nicht ganz. Ne, leider nicht. Also, die verhalten sich auf jeden Fall doch ein bisschen anders noch als in Battlefield 4, die RPGs. Man muss sich halt echt ein bisschen dran gewöhnen. So. Wollen wir uns wegschnipsern lassen, oder? Treffer. Kampfunfähig gemacht. Aber ich habe keine RPG mehr. Das ist mein Problem. Aber ich habe noch eine Mine. Mann. Ich weiß nur nicht, ob wir da rankommen. Wir riskieren es mal. Ach, okay. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Da kommt der Shopper. Oh, das war's. Also, schade. War nur eine recht kurze Runde. Und hat mir auf jeden Fall aber Spaß gemacht. Also, muss ich echt sagen. Ging ein bisschen langsam los, aber... Ja, doch. War jetzt ein 32-Spieler-Server. So. Naja, immerhin. Also, dann macht's gut, haut rein und ciao.